Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Vielen Dank fürs Einschalten. Hinterlasst doch einfach eine Bewertung da und weiter geht's in unserer wunderschönen Stadt Santa Palma. Name ist ein bisschen albern, ich weiß, Leute. Ich weiß, ja. Aber ja, trotzdem, die Stadt heißt jetzt einfach so. Ich habe den Namen nicht gegeben, zu meiner Verteidigung. Ich hoffe jetzt mal, diese Gebäude leveln auch irgendwann mal ab. Die sollte alles schön aussehen. Ja, auf höchster Stufe sehen die auf jeden Fall sehr schön aus, sind auch relativ hoch. Die Green Cities Gebäude sind halt auch einfach hier Großstadtgebäude. Ziemlich nice. Und ich muss jetzt mal hier ein bisschen auf Versorgung gucken. Im Sinne von Polizei und Feuerwehr. Bildung. Ach, wieso schaue ich mir denn nie die ganzen Sachen an und wundere mich dann, dass die Leute nicht hochleveln. So, das ist Uni und Oberschule ist alles Reichweite genug. Ach, stimmt, hier. Krippö. Kann ich ja nochmal die Straßen durchführen. An einigen Stellen zumindest. Hier. Eigentlich überall. Außer hier. Das sieht nämlich komisch aus. Da und da. Denn hier sind ja auch Wohngebiete, Leute. Feuerschutz. Unwasserschutz. Kriminalitätsschutz. Crime Safety. Wann kriegen wir nochmal hier Boote? Wann haben wir das? 26.000 Einwohner. Ja, das könnte noch eine Weile dauern. Wir haben auf jeden Fall hier den Palma Zoo. Ich glaube aber, der wird definitiv besser aussehen, wenn wir hier einige Gebäude stehen haben. Das Ding ist, ich will da halt kein IT-Cluster haben, aber trotzdem will ich da Gewohngebiet haben. Gewohngebiet wahrscheinlich. Deswegen mache ich da am besten nochmal ein eigenes Stadtviertel hin. Das wird nice, Leute. Jetzt malen wir gleich nochmal alles neu hier. Ich mache nochmal den Pinsel hier kleiner. So, nice. Jetzt malen wir gleich auch nochmal ein bisschen besser und neu. So, perfekt. Malen wir einfach nochmal hier die Straße nach. Denn das soll die Abgrenzung sein für die Innenstadt. Okay. So. Ja, obwohl die Straße dürfte dann auch wieder zu diesem Viertel zählen. Ja. War gerade ein bisschen dämlich, das zu machen. Aber egal. So, dann malen wir mal ein bisschen hier innerlich verinnerlicht. Wieso fahren hier so viele Leute lang? Also ich meine, okay, das war mein Ziel, dass hier beide Sachen gut genutzt werden, aber das sind trotzdem ein bisschen viele. Das wollte ich doch gar nicht. So. Damit das alles hier dazu zählt. By the way, ich habe jetzt vor kurzem so einen Kommentar bekommen. Für euch wahrscheinlich schon einige Tage her. Keine Ahnung, ob da irgendjemand gesehen hat. Da hat mir so ein Typ mit 3000 Abonnenten einfach geschrieben. Unter meinem Fortnite-Video mit Paul, unter meinem letzten. Also unter dem Agent Louis und ich infiltrieren eine Basis. Vielleicht habe ich ja mittlerweile Neues gemacht. Ich produziere halt sehr viel vor. Da hat aber jemand mit 3000 Abonnenten geschrieben. Ja, du musst Geld an deine Zuschauer verschenken. Das finden die toll. WTF, du verdienst mit YouTube Geld. Klar, du hast über 1000 Abonnenten. Ich aber nicht. Ich habe nicht mal 40 Abonnenten. Ja, okay, wenn ihr das Video jetzt seht, habe ich wahrscheinlich 40 Abonnenten. Bei meinem momentanen Abonnentenwachstum, der ziemlich cool ist. Lohnt sich aktiv, hier das zu machen, Leute. Einfach durchziehen. Mir macht das City Skylines Display auch mega Spaß. Mehr als jedes andere Let's Play. Liegt aber auch einfach daran, dass ich das Spiel liebe. Das Gewerbegebiet. Wo ist Gewerbegebiet? Ist doch jetzt ein Gewerbegebiet. Oder zählt das jetzt zu diesem Viertel? Maybe. Oh, ja, leider schon. Haus für Insekten, Amphibien und bla bla bla.
Ja, aber Tatsache. Ja, da muss ich doch noch. Leute, es tut mir leid. Ich schneide euch das mal ganz kurz raus, aber die Straße hier, die gehört immer noch zur Innenstadt. Denn sonst haben wir solche Scheißgebäude stehen. Und die mag keiner. Wie sieht's denn hier mit den Gebäuden da hinten aus? Irgendwelche Level-Ups? Hier wird gerade was höher gelevelt. Mann, diese Häuser sind so schön. Und ich bin so froh, dass wir dieses Skyliner-Hotel hier haben. Das war eine gute Entscheidung, Leute. Die Frage ist, wie nennen wir das jetzt? Das ist die Innenstadt, das heißt, es ist. Ich würde sagen, das ist die Altstadt. Dann machen wir auch mal hier den europäischen voreingestellten Stil. Und packen hier ein bisschen Bürogebiet hin. Ich hoffe, da wird jetzt kein IT-Cluster hingebaut. Wenn doch, müssen wir das eindeutiger trennen. Ist das IT-Cluster? Nein, das ist kein IT-Cluster. Aber es ist denn europäisch? Das ist das Wichtigste. Das Gebiet hier ist eigentlich gut abgetrennt. Ja, das ist auch europäisch. Ich liebe diesen europäischen Look in diesem Spiel. Das ist echt schön. Ursprünglich dachte ich, der würde zu After Dark gehören. Aber da ist einfach ein Grundspiel drin. Ich wusste das halt nicht, weil hier auf der PlayStation hatte ich ja, wie gesagt, After Dark schon vorinstalliert, was komisch war. Aber trotzdem, Leute, wird die Station hier ordentlich benutzt? Oh, ein bisschen zu ordentlich. 600 Besucher letzte Woche, nice. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut geregelt mit den Einfahrten hier. Ich habe schon mal auf dieser Map gespielt, aber da ist meine Stadt gefühlt untergegangen. Weil ich nicht so gut mit dem Verkehr war. Aber da hatte ich auch irgendwie 40.000 Abonnenten innerhalb von 2 Tagen. Also 2 echten Tagen, nicht von 2 Tagen innerhalb dieses Games. Dann habe ich einfach hier auf dieser Insel angefangen und wirklich nur diese Einfahrt benutzt. Da war es natürlich offensichtlich, dass es gefailt hat. Da habe ich aber auch einen Park hier hingeklatscht. Apropos Park, wir haben ja gerade einen Zoo-Level-Aufstieg bekommen. Und dadurch haben wir jetzt das Bison-Gehege und das Haus für Insekten, Amphibien und Reptilien erhalten. Nice! Ja, das hier mache ich mal hier auf die andere Seite. Dann machen wir das so. Ach, wieso gehe ich immer dahin? Na, ich will hier nur den Weg haben. So, perfekt. Da dann vielleicht noch ein paar Bäume hin. Was sind denn das hier für Bäume? Der Baum ist es nicht. Der da? Oh Gott, zu groß. Der da, oder? Ja. Einfach damit diese Lücke hier nicht so auffällt. Aber das sieht schon schön aus, ne? Dieses Haus hier. Und das sieht ganz ordentlich aus. Wie viele Besucher hat denn dieser Zoo? 21 letzte Woche. Welches Gehege ist das beliebteste? Das Vogelhaus. Ui. Fände ich ganz ehrlich, glaube ich, auch am besten. Ich mag Vögel echt gerne. Ich habe 2 Katzen zu Hause. Aber ich mag Vögel trotzdem so gerne. Lol. So kann ich es bauen, aber so nicht. Ein bisschen all. Och, ich finde das so kacke. Ja, das gehört sich natürlich dann eher hier. Kriege ich das vielleicht irgendwie? Sorry wieder, wenn ich nicht rede. Wenn ich hier so baue, kriege ich das vielleicht daran? WTF? Ja, es ist irgendwie ein bisschen komisch. Oh ja, Leute. So. Ja,
ist das besser. Zurückgang oder Straße erfordert. Klatschen wir das mal hier hin. Ich gehe immer auf Straße, wenn ich einen Weg bauen will. Komische Angewohnheit. Bam. Ort ist bereits belegt. Darf ich jetzt die Wege nicht belegen? Doch, kann ich. Hä? So, wo ist das Problem? Sieht zwar kacke aus, weil das Spiel einfach nicht dafür gemacht ist. Okay, es hat keine Wegverbindung. Dieses Spiel ist seltsam, Leute. Kriege ich das da ran? So halb. Bitte geh. Vielen Dank. Und wieso geht das nicht? Das würde ich jetzt gerne einfach aufgrund der Schönheit machen. Selbst wenn man diesen Weg nicht benutzen kann. Ja, der Palma Zoo entwickelt sich auch. Ich finde es einfach schön hier mit diesem Zentrum. Das sieht nice aus, Leute. Und wir können ja... Stimmt, wir können ja auch den Untergrund machen. Ja, nicht einzeln. Oh. Zu viel. Aber ein paar Felder würde ich hier schon gerne mit so einem Weg machen. Jawohl, doch nicht. Wie sieht's denn mit den Vögeln aus? Euch geht's gut, ne? Ernsthaft, die haben hier nur so einen Pool? Wer nicht? Die sammeln wenigstens, sie können dieses Haus rein. Nein, die haben nur so ein Stück Wasser. Wow, ist die Quälerei. Das Gute ist, wir können die Tiere von hier aus beobachten. Wieso sind die so gut gemacht? Ohne diese Mod kann man die doch überhaupt nicht sehen. Das macht gar keinen Sinn. Hey Jungs, was ist denn mit euch los? Aber, Alter. Es ist so schön, so Natur, auch im Central Park. Ich war da jetzt noch nie, aber wenn man im Central Park ist, dann muss man da auch einen mega schönen Ausblick auf die Hochhäuser haben. Ja, okay, Central Park ist total riesig. Vielleicht ist auch wieder nicht. Was zur Hölle? Die Dinger haben sogar Augen bekommen. Und Krallen. Und Schnäbel. Und Federn. Die sieht doch keiner. Haben die einfach nur eine Textur auf die draufgeladen? Ist das so leicht? Ich meine, die müssen ja auch ein Model erstellt haben. Ja, okay, anhand der G-Animation sehe ich, dass sie sich vielleicht doch nicht so viel Mühe gegeben haben. Müssen sie auch überhaupt nicht. Was nicht ein Elch- und Rentiergehege? Das sind wahrscheinlich die Elche, ne? Und die Rentiere sind dann diese kleinen Viecher. Denn ich weiß nur, dass Elche groß sind. Ich liebe das. Ich liebe es. Hier wurde gut Bürogebiet gebaut. Und wird wahrscheinlich auch noch gebaut. Ich klatsche dann nochmal. Ja, hier kann ich kein Bürogebiet hinklatschen. Das Ding ist halt, hier würde IT. Ja, hier würde halt noch von der Spezialisierung was entstehen wegen dieser kleinen Straße. Deswegen mache ich mal eine große Straße. So, mache ich das mal ein bisschen nach hinten. Kleine Wegverbindung. Ist mir egal. Ja, das kannst du ja machen. Nice. So. Weg. Perfekt. Auch wieder connected. Und jetzt kann ich hier Wohngebiet hinklatschen. Also hoffe ich zumindest. Ich hoffe, da wird jetzt nicht irgendwie die Hälfte Green Cities draus. Das wäre nicht so nice, Leute. Denn ich hätte ja auch ganz gern ein paar Wohngebiete. Das Ding ist halt, das Stadtzentrum sieht wegen diesen vielen Gewerbegebieten ein bisschen all aus. Es ist so ein bisschen komisch, wenn man hier so richtig Hochhäuser und alles hat und das dann auf einmal hier so klein wird. Ganz ehrlich, ich würde das ganz gerne ersetzen. So. Stört doch keinen, oder? Verlieren ja nur ein paar tausend Menschen ihre Arbeit, wenn ich das mache. Da wird auch schon das erste Wohngebiet gebaut. Beziehungsweise das erste Wohngebäude. Es tut mir leid, ich weiß, eure Spezialisierungen sind schön.
Aber ihr solltet nur am Ufer sein. Denn sonst ist der Kontrast zur Großstadt ein bisschen seltsam. Genauso wie hier. Ich erinnere mich sogar noch, als ich das hier ersetzt habe. Warum auch immer. Das ist ein bisschen schade, dass es hier keine dicht besiedelten Sachen für gibt. Dafür kann ich sehr gerne dicht besiedelte Gewerbegebiete hier hinklatschen. Und das hier hat irgendwie keine Müllsachen. Warum? Alter, ich bin so stolz auf den Verkehrsfluss. Auch wenn er bei 83% liegt, das ist natürlich auch nicht so toll, aber trotzdem, ich habe es gut ausgeglichen. So, ihr Müllwägen, kommt doch mal hier hin. Die Wägen, die lila sind, sind halt Müllwägen, ne? Also. Irgendeine Art Route? LKW ist braun. Nö. Oh, wir haben Freefall Tower und eine Luftschaukel erreicht. Nice. Heute ist Tag der Parks. Da, Freefall Tower. Alter, das ist hoch. Das ist ja der Sinn eines Freefall Towers, Raxo. Bam. Und direkt hier hin auch. Bam. Und eine Luftschaukel. Mehr haben wir noch nicht. Bei der nächsten Stufe kriegen wir die Achterbahn. Und ein Riesenrad. Schick, Alter. Fehlt nur noch die Luftschaukel. Alter, die ist groß. So, perfekt. Der Park dürfte gut besucht werden, ne? 83 Besucher die Woche. Diese Straße reicht aber auch nur gerade so. Irgendwann können wir halt auch so ein Startgelände machen. Das Chirp X Startgelände. Genau hier. Das können wir auch jetzt schon machen. Rein theoretisch. Da können wir halt die Raketenstartgelände machen. Und das ist nice. Können wir einfach Raketen starten. Wir können auch ein Fußballstadion machen. Das würde ich auch sehr gerne einbauen. Aber sowas ist halt bekanntermaßen natürlich eher auf dem Land. Würde es dann irgendwie gerne hier machen. Ich habe ja ein paar Parkplätze aus dem Workshop. Und die würde ich dafür sehr gerne nutzen. Und diesen Bereich hier würde ich auch gerne mal kolonialisieren. So. Neues. Gehört zu einem Stadtviertel? Ja. So. Dann bemale ich das Ganze einfach mal. Und die Heißluftballons fliegen hier auch munter rum. Wird der gerade benutzt? Ach, guck mal. Jetzt habe ich hier einen besseren Ausblick. Da sieht man schon die Bürogebiete. Sind doch die Bürogebiete, oder? Ich finde, die sind gut gemacht eigentlich. Hier gibt es auch halt auch Ecken und so. Werden wir dann gleich sehen, wenn wir nicht nur so ein Dreieck bauen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wir haben da unten ein bisschen viele Kreuzungen. Aber es liegt auch daran, dass wir da sehr viele Sachen verbunden haben. Aber das sieht schon schön aus. Vor allem, was ich immer so gerne mag, es ist ja eigentlich so. Meisten europäischen Städte sehen halt tatsächlich auch so aus. Also, die sehen mehr so aus als so. Sowas ist halt eher asiatisch-amerikanisch. Aber die haben halt auch immer so einen schönen Hof. Das finde ich auch nice. Also haben sie natürlich nicht immer. Aber oft. Und das hier wird gerade schon verbessert. Wieso werdet ihr alle schon verbessert? Habe ich irgendwas Tolles gemacht? Alter, wie groß ist dieses Gebäude? Auch nur 8 Arbeiter. Wow. Aber die leveln hier einfach schon alle ab, Leute. Warum das denn? Bin ich so toll? Wieso geht's denen gut und denen scheiße? Das macht keinen Sinn. Alter, aber in Sachen Freizeit haben wir hier wirklich viel. 16.000 Einwohner. Wir haben ein Solarkraftwerk, aber das brauchen wir überhaupt nicht. Was ist jetzt eigentlich mit dieser Sache? Ihr Darlehen darf nicht größer sein als 2.000. Was meinen die damit? Jedes Darlehen ist größer als 2.000. Keine Ahnung, Leute. Damit schalte ich halt hier den Turm der hohen Zinsen frei. Oh! Ich habe ihn freigeschaltet. Ja, nice. Und damit auch sehr viele Großstadtgebäude, die wir uns jetzt einfach mal ganz kurz im Pausenmodus anschauen.
Das sind auch die Gebäude, die ich im Stadtzentrum benutzt habe. Ich habe keine Ahnung, wann ich mir dieses Set hier runtergeladen habe. Aber es ist ziemlich nice. Cool, das passt hier einfach mal nicht hin. Aber es wird ja gleich aussehen. Wieso bist du nicht verbunden? Ist das ein anderes Gebäude? Wieso ist da dieses Zeichen? Wenn ich drauf gehe, ist das halt nicht. Aber es ist komisch. Aber ja, ihr seht schon, das hat so ein bisschen so New York-Style, wenn ihr mich fragt. Ich finde das sehr schön. Habe ich ja auch, wie ihr unschwer erkennen könnt, hier im Stadtzentrum benutzt, diese drei Gebäude hier. Ich werde diesmal abreißen. Passen da natürlich nicht so nice hin. Sind eher was für ein Stadtzentrum. Aber sind trotzdem nice, Leute. Malen wir nochmal hier ein bisschen Bürogebiet an. Alter, Leute. Ha, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin so stolz hier drauf einfach. Ich bin so stolz auf diese ganze Kacke hier. Wir haben halt gerade ordentlich Industrienachfrage. Und das hier wird schon wieder aufgelevelt. Bin ich so ein guter Stadtführer. Bin ich wirklich so klasse? Nein, bist du nicht. Ich weiß. So, Feuerwehr wird jetzt auch nicht schaden. Genauso wie, ups, sorry, war nicht mein Plan. Genauso wie eine Polizei. Ich bin schon wieder die ganze Zeit Sachen aufgelevelt. Was ist euer Problem? Beziehungsweise, wo ist euer Problem? Denn ihr habt keine Probleme. Und das finde ich gut so. Was zur Hölle? Die werden gebaut und kriegen instant Level-Ups. Also, ich will mich nicht beschweren, aber ist trotzdem seltsam. Diese Kreisverkehre sind seltsam, aber sie funktionieren irgendwie trotzdem. Die sind so klein, dass sie den gesamten schlechten Verkehr auf diese Kreisverkehre begrenzen. Was? Ich glaube, die Tiere im Zoo haben ein besseres Leben als ich. Wahrscheinlich haben die Tiere im Zoo ein besseres Leben als du. Du hockst hier in deiner Stadt, kriegst alles, was du willst und die sind da ihr Leben lang eingesperrt. Junge, dir geht's definitiv besser als den Tieren im Zoo. Egal, ob die täglich eine Massage kriegen oder Gott weiß was. Die haben doch ein Leben in Gefangenschaft. Wir machen noch diese Stadtviertel voll. Und dann machen wir uns dann wahrscheinlich auch schon wieder an die nächste Insel. Meine Fresse, Leute, es geht alles so schnell. Diesen kleinen Bereiche würde ich, um ehrlich zu sein, noch gerne machen. Ich habe ja hier noch eine Straße, die fleißig benutzt wird. So. Straßenvorgaben würde ich gerne deaktivieren. Hier glätten wir noch mal ganz kurz. Was zur Hölle? Das ist kein Glätten. Das ist auch kein Glätten. Was zur Hölle? Was passiert hier? Gelände einebnen. Gelände ändern. So. Ach, bringt doch nichts. So sieht's okay aus. Aber erstmal machen wir das hier ein bisschen flacher. Denn da soll ja noch was hin. Perfekt. Tut mir leid, ich rede schon wieder überhaupt nicht. Das wird ein dezent kleines Viertel. Wenn ich es mir jetzt mal so ansehe. Die Straße ist aber nicht so nice. Perfekt. Gehört jetzt zu keinem Stadtviertel und doch hat Wasserversorgung. Und hier klatschen wir jetzt einfach mal noch ein paar kleine Wohngebiete hin.
Die haben wir auch schon eine Weile dann nicht mehr benutzt. Hier dann noch mal ein paar Gewerbegebiete. Einfach mal hier überall hin, da nicht, denn da ist ein Abhang. Und im Abhang soll nichts sein, Leute. Merkt euch, das ist das Stonehenge.